Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das ist der Marc Hagenbeck. Marc Hagenbeck, seines Zeichens Mentalist, Psychotainer, sag ich mal. Ja. Psychotainer. Ich bin Psychotainer, ja. Psychotainer. Eine Mischung aus Psychologie und Entertainment. Ah, genau, genau. Mhm. Ja. Geht ja auf die Bühnen und macht hier so einen Käse. Alles hier so. Besucht meine Shows. Ja, genau. Heute am 26. Juni hat Leander Hausmann Geburtstag. Der Leander, oh ja. Schön. Leander. Leander Hausmann, Theater- und Filmregisseur. Sehr bekannt von Sonderlee, Herr Lehmann, NVA und so. So. Ach, ja, NVA kenne ich, ist ja. Ist in Quedlinburg in der Deutschen Demokratischen Republik geboren. Kennst du? DDR oder was? Klar kenne ich DDR. Warst du eigentlich in der DDR noch? Ich war zu Ostzeiten, ich glaube, zweimal drüben mit meinen Eltern. Als die Mauer noch gestanden hat. Also da, wir sind auch richtig so hier über den Grenzposten mit Durchsuchung und tralala und unfreundlicher Behandlung. Und, ja, ich war in der DDR auch, aber da war die Mauer gerade offen. Da haben wir natürlich eine Klassenfahrt nach Berlin gemacht. Das war 1989, 90 irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. 89 müsste ja gewesen sein. 89, genau. Ja, da haben wir eine Berlin-Klassenfahrt gemacht. War okay. Ganz nett. Ich habe mich gar nicht wirklich daran erinnert. Ja, ich habe sogar im Palast der Republik noch angestanden, um da was zu trinken in einem Restaurant. Ja. Haben wir eine halbe Stunde gestanden in der Schlange, bis wir dann rein durften. Ich habe auch schon in der Schlange gestanden, beim Aldi. Da war es ja eine Besonderheit. Ne? Oder beim Rewe oder beim anderen Supermarkt. Entschuldigung. Ja. Ja. Am 26. Juni war aber noch was anderes. Naja, 26. Juni 2006, Problembär Bruno wurde erschossen. Ping, ping. Ja, ihr erinnert euch, ne? Der Bär, der da rumgelaufen ist, Schafe gerissen hat und so weiter. Und, ja. Das war auch Käse, dass er erschossen wurde. So ja, Fall. Blödsinn, vollkommener Blödsinn. Ja, man kann ja auch so ein Tier betäuben. Ja, alle Versuche, ihn zu fangen, waren gescheitert. Ja? Also, wenn man ihn erschießen kann, kann man ihn auch betäuben. Ja. Könnte man, richtig, das stimmt. Ja. Stimmt aber ja. Die Bayern wollten die Bayern, ein, ne? Ja ein Exempel statuieren, ja. Dass bloß die anderen Bären gewarnt ja. sind. Die anderen zur Warnung der anderen, ja. Das sage ich dann nur. Also schämt euch, ja. schämt euch. Am 26. Juni, heute ist auch internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch. Schau mal einer an. Wollen wir über die Drogen reden, die du schon zugenommen hast? Zugenommen, die dich zunehmen veranlasst haben? Nein. Können wir gerne machen, aber dann müssen wir vorher die Kamera ausschalten. Ja, man trinkt ja mal ein Bierchen, ist auch eine Droge. Richtig. Ja. Also, aber hier, eigentlich, alle Drogen sind schlecht. Ich sage immer, Kinder, macht das nicht zu Hause, macht das in der Schule. Ja? Hm? Ja, am 26. Juni, ja, da habt ihr bessere Betreuung, ne? Nicht, dass Mama, Papa, pädagogisch seid ihr. Mitmachen und sowas, die Lehrer, die dürfen wir nicht, weil die sind im Dienst. Genau, die sind im Dienst. Genau. 26. Juni. Ja, wir waren gerade schon beim Internationalen Tag gegen den Drogenmissbrauch. 26. Juni 2006 hat das China leider zum Anlass genommen, drei Menschen wegen Drogenhandels hinzurichten. Muss man sich mal überlegen. Im Ernst? Ach, ja, wegen Drogenhandels? Ja, ja, ja. Chinesen. Zwei weitere Menschen wurden an diesem Tag wegen Mordes hingerichtet. Und in China wurden im Jahr 2006 mehr Menschen als in allen anderen Ländern zusammen hingerichtet. Schätzung von Amnesty International nach werden in China jedes Jahr, das muss ich mal reinziehen, ca. 8000 Menschen hingerichtet. Das ist der blanke Wahnsinn. Ja. Das sind am Tag 20. Ja. Und manche von denen wirklich nur wegen Steuerhinterziehung und sowas. Echt? Das ist ja total verrückt. Total verrückt. Was wäre mit Uli Hoeneß gewesen? Kannst du dir ausmalen. Der würde heute keine Würstchen mehr herstellen. Ist so. Ja, genau. Ja, das lassen wir jetzt mal weiterhin unkommentiert, weil das ist ein ganz schön schweres Thema, was du hier reingebracht hast. Also ja, muss ich ehrlich sagen. Sorry. Ja. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Wird wieder ein bisschen angenehmer. Bisschen lebensbejahender. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.